Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update Video. Ich habe wieder ein paar Leaks für euch, ein paar ältere, ein paar tagesaktuelle. Es geht um zwei Hop-Ups, zwei neue Hop-Ups, die ab Season 3 eventuell ins Spiel kommen können. Ein paar Charms für Waffen. Was Charms genau sind, das sind so eine Art Anhänger, die man wahrscheinlich im Store oder so kaufen kann oder aus Packs ziehen kann. Das sind so eine Art Anstecker. Charms sind eigentlich sowas wie für einen Armreif so eine Anhänger und sowas soll es auch für Waffen geben. Die sollen auch reaktiv sein, so wie bei der aktuellen 301 Tarnung ab Level 100 oder 110 oder von der Havoc ab Level 100 und 110 vom Battle Pass. Soll es da wohl verschiedene Charms geben, die man an die Waffe pinnen kann und die dann reaktiv sein sollen. Eventuell könnte es auch so sein, das habe ich aber nur beiläufig mal gehört, dass es so sein könnte, wie bei Call of Duty. Der ein oder andere kennt das vielleicht, bei Call of Duty kann man eine Waffe auf Prestige leveln. Wenn man das ein-, zweimal gemacht hat, hat man so eine Art Plakette, wo drauf steht, wie viele Kills du mit dieser Waffe gemacht hast. Das könnte sein, dass diese Charms auch dieses anzeigen. Ansonsten sollen diese Charms auf jeden Fall so kommen, dass die Waffe optisch etwas ändern oder halt reaktiv sind, wenn man wahrscheinlich ein paar Kills macht. Kommen wir direkt zu den Hop-Ups. Ich spare mir jetzt übrigens das Intro, wie ihr gerade festgestellt habt. Ach nee, bevor ich zu den Hop-Ups komme, blende ich euch hier mal die Lifeline-Drohne ein von dem kommenden Boxset von Lifeline. Ihr seht, dass die Drohne einen Skin hat und es wird jetzt vermutet, dass es vielleicht bei zukünftigen Legenden, die vielleicht, wie zum Beispiel beim Kaustik, die Gasfallen oder wen könnte man noch nehmen? Na, Bangalore wird eher schwierig oder vielleicht sogar bei Watson der Mast, dass vielleicht bestimmte Items, die ein gewisser Charakter speziell nur für sich hat, wie bei Lifeline die Drohne, dass die jetzt Skins haben. Gehen wir jetzt mal von den Gasfallen vom Kaustik aus. Könnte es vielleicht in Zukunft so sein, dass auch die Gasfallen irgendwelche Skins kriegen, dass die anders aussehen? Finde ich auch eine geile Idee. Wird wahrscheinlich eine Idee von Respawn sein, um den Store einfach ein bisschen zu erweitern, um noch mehr Packs zu verkaufen, noch mehr Geld zu verdienen, könnte ich mir vorstellen. Das war's zu den optischen Geschichten. Und jetzt geht es um zwei Hop-Ups. Wer das nicht weiß, was das ist, ihr wisst, in Season 2 sind zwei neue Aufsätze für die Alternator RE45 P2020 und die Mosambik erschienen, die Disruptor Rounds und die Hammerpoint Munition. Und so soll in Season 3 eventuell schon zwei neue Hop-Ups dazukommen. Die eine heißt, Moment, das habe ich mir aufgeschrieben, ist Slamfire und die andere heißt Cluster Burst. In den Leaks, die ich gefunden habe, steht auch drin, was die verursachen. Es steht nur nicht drin, für welche Waffen es kommt. Also das ist eher, ich sag mal, Interpretationssache, für welche Waffe das, oder der Fantasie ist da vielleicht freien Lauf gelassen, für welche Waffe das kommen könnte. Könnt ihr euch gerne in den Kommentaren mal auslassen, was ihr denkt. Ich sag euch jetzt mal, was die Cluster Bursts machen. Das klingt schon mega interessant. Ich muss mal kurz hier das Bild switchen und ich lese euch das mal auf Englisch vor. Projectiles Airburst und Second Trigger Pull. Bedeutet zu Deutsch, ihr schießt und wenn ihr ein zweites Mal schießt, explodieren die Projektile. Ich gehe natürlich logischerweise davon aus, dass die Projektile vorher einschlagen müssen. Wäre interessant zu wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Gegner schieße und ich treffe ihn und drücke dann nochmal, explodieren die Projektile und der Gegner wird enorm, was weiß ich, gestunt oder wird, explodiert einfach, keine Ahnung. Das wäre aber, glaube ich, zu einfach oder kriegt einfach Schaden. Und was mich auch interessieren würde, wenn das funktioniert, würde das auch funktionieren, wenn ich quasi vor den Gegner schieße, vielleicht auf den Boden, und drücke dann nochmal und die Projektile explodieren, bekommt der Gegner dann Schaden. Das ist auf jeden Fall eine interessante Sache, wo ich mir vorstellen könnte, dass das zum Beispiel für die Triple Take oder für eine Sniper allgemein kommen könnte. Zweites nennt sich, wie gesagt, Cluster Burst. Und folgende Fähigkeit hat dieser Aufsatz: automatisches Feuern und reduziert den Rückstoß. Automatisches Feuern, sagt der Name, kann ja dann nur irgendeine Waffe sein, die den Aufsatz bekommt, die nicht vollautomatisch schießt. Also können wir davon ausgehen, dass es für keine MP ist und wir können davon ausgehen, dass es kein Sturmgewehr sein wird. Also zumindest keine, die eine Burst-Funktion hat. Wir wissen, dass die Prowler so einen Aufsatz hat für vollautomatisch. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Hemlock zum Beispiel, die hat ja einen 3er oder einen 5er Burst. Ich glaube, es war ein 3er Burst. 5er Burst war, glaube ich, die Prowler. Deswegen könnte es sein, dass die Hemlock zum Beispiel entweder Burst, Einzelschuss
oder dann vollautomatisch schießen könnte. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es irgendeine Sniper, vielleicht die G7, zu der könnte es vielleicht noch passen, dass die vollautomatisch rotzt. Das würde ich aber echt mega heftig finden. Eine Longbow oder so würde für mich keinen Sinn machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich die Hemlock ist, weil ich finde, die Hemlock ist wirklich einer der stärksten Waffen mit schwerer Munition. Sie ist einfach nur schwerer zu handhaben, weil die Bürsten nicht jedermanns Sache, unter anderem auch meine nicht. Und jetzt habe ich noch zwei Leaks, die sind schon ein wenig älter. Ach so, schreibt übrigens in die Kommentare, was ihr euch vorstellen könntet, für welche Waffe einer der Aufsätze vielleicht noch sein könnte. Und jetzt komme ich zu zwei Leaks, die sind schon deutlich älter, aber irgendwie hat keiner so wirklich drüber gesprochen. Das könnte sein, dass das gar nicht kommt, aber es könnte sein, dass vielleicht in Season 3 doch mehr passiert. Und zwar könnte es sein, dass bald ein goldener, also ein Level 4 Shotgun Bolt kommt. Ihr kennt den lilanen Bolt für die Shotgun, wo man schneller schießen kann. Und der goldene Shotgun Bolt soll eventuell den Perk haben, dass man sich um 15% schneller bewegen kann. Auf das gesamte Spiel. Du findest sofort den goldenen Lauf oder den goldenen Bolt für deine Shotgun, egal ob Friedensstifter oder EVA 8, ist völlig egal. Du kannst dich um 15% schneller bewegen. Bist dann wahrscheinlich so schnell wie Bangalore, wenn sie gehittet wird. Wie gesagt, ob das kommt, das steht nicht fest, aber es ist noch immer in den Quellcodes von Apex zu finden. Es wurde noch nicht gelöscht, deswegen kann man davon ausgehen, dass es vielleicht irgendwann kommt. Und ein goldener Schaft für die Sniper-Gewehre. Und der soll wohl, ich weiß nicht, ob ich das falsch übersetzt habe, aber da wird gesagt, 120% mehr Schaden, je weiter weg der Gegner ist, wenn du ihn triffst. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es 120% obendrauf sind, weil dann kannst du die meisten Gegner ja one-shotten, wenn sie, was weiß ich, 300, 400 Meter weit weg sind. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass auf die normalen 100% Schaden einfach nochmal 20% obendrauf kommen. Es steht eh in den Sternen, ob die letzten beiden Sachen, die ich euch jetzt erzählt habe, überhaupt so kommen. Ich finde auf jeden Fall die Geschichten mega interessant, gerade die zwei neuen Aufsätze oder Hop-Ups genannt, würde ich sehr, sehr cool finden, wenn da ein paar neue zu Season 3 dazukommen. Auch die Skins würde ich cool finden, die Charms, auch eine geile Idee, um die Waffen noch ein bisschen zu individualisieren. Das soll es für mich schon gewesen sein. Mehr Apex-Info-Videos bekommt ihr natürlich wie immer bei mir, Livestreams und so weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst und ein Abo, wenn ihr neu seid, um keine Infovideos mehr zu verpassen. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Das war's. Ciao.